Buy less, choose well and make it last. Fair Fashion ist ihr Ding. Und Nachhaltigkeit auch. Heute zu Gast bei 150 Sekunden mit Aktivistin, Creatorin, Autorin und Schauspielerin Marie Nasemann. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung in euren schönen Aufzug. Sag mal Marie, welche Rolle spielen Aufzüge in deinem Leben? Ich finde, Aufzüge sind immer so der Ort, wo man mal kurz durchatmen kann. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich so nach links und rechts gucke und mir überlege, was ist das wohl für ein Mensch und wohin geht er und was macht er in diesem Hotel? Also ich finde es immer ganz spannend. Du gibst ja bei Instagram gerne Styling-Tipps. Zum Beispiel, wie zaubere ich aus Dingen aus dem Kleiderschrank immer wieder andere Looks? Wie würdest du denn unseren Aufzug hier umstylen? Ich finde den eigentlich schon ziemlich gut. Ich würde vielleicht noch hier so ein kleines Beauty-Licht installieren, denn oft sieht man ja in Aufzügen jetzt nicht so schön aus mit diesem Licht von oben. Das werde ich an die Designabteilung weitergeben. Aber was liegt dir denn in Bezug auf Styling und Mode besonders am Herzen? Ich gebe immer die Tipps, erstmal zu gucken, was man überhaupt so im eigenen Kleiderschrank hat, denn oft wissen wir das gar nicht so ganz genau. Also den erstmal schön aufzuräumen, auszumisten, auszusortieren, zu gucken, welche Kleidung steht mir eigentlich, welche gefällt mir gut und den eigenen Stil besser kennenzulernen. Ich glaube, dann macht man insgesamt weniger Fehlkäufe und trifft schlauere und bessere Kaufentscheidungen. Viele von uns möchten ja auch gerne nachhaltiger leben, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Hast du für uns einen einfach umzusetzenden Tipp mit großer Wirkung? Buy less, choose well and make it last. Das hat Vivienne Westwood gesagt und ich finde, da ist viel dran. Zum Abschluss unseres Talks haben wir noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Satin weiß, Kaschmir beige, Baumwollweiß. Klingt nach Mode, in diesen Farben gibt es aber auch die Wände unserer Schindler-Aufzüge. Das klingt ziemlich professionell. Yes. Das ist richtig. In Schindler-Aufzügen gibt es spezielle Recyclingbehälter für Abfälle. Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit, da seid ihr hier vorne mit dabei. Leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Die Schindler-Kers-Technologie holt beim Bremsen Energie zurück, wodurch bis zu 70% Strom gespart werden können. Doch, ich würde mal sagen, das ist korrekt. Das stimmt, korrekt. Und was ist jetzt mein Preis? Oh, da haben wir uns jetzt nichts überlegt. Dann gib mir mal deinen Hut. Na gut. Marie, du hast dich super geschlagen. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, hat Spaß gemacht. Kappe muss ich leider behalten, tut mir leid. Steht dir aber auch sehr gut. Ciao. Ciao.